Es wird ja sicher eine spannende Geschichte werden. Und nachdem der Autor schon 20 Bücher geschrieben hat, wir sind sehr neugierig. Willkommen. Neugierige haben sich also eingefunden, also wahrscheinlich schon auch im Zusammenhang jetzt also mit meinen bisherigen Büchern und was bedeutet jetzt also der neue Titel Steinzeitastronauten. Da wird mancher vielleicht denken, ja gut, das ist vielleicht ein Widerspruch, einerseits Steinzeit, andererseits Astronauten, wie passt das zusammen? Aber wir haben es ja schon vorher gehört, wer die Bücher Erich von Dennings und Kollegen kennt, der weiß, dass damit eine sehr provokante These damit verknüpft wird, nämlich die Frage, ob die Götter, die also in den Mythen, in den Legenden, in den Überlieferungen beschrieben sind, vielleicht also Raumfahrer von den Sternen waren. Und das ist natürlich eine ungeheure These, die also nach wie vor also sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist so, dass es bislang keinen Beweis dafür gibt, im Sinne jetzt eines außerirdischen Spiritus. Aber ich meine, es gibt eine Fülle also von Indizien, die es wert machen, dass man also diesem utopischen Gedanken durchaus also folgt. Und ich möchte dann jetzt also die nächsten, sagen wir vielleicht knapp 40 Minuten oder so, ein paar so Überlegungen präsentieren, also auch in Form von Bilddokumenten. Es ist ja auch so, dass eben das an sich ohne das umstrittene Thema schon, also jedenfalls mir ist es wichtig, also durch die Bilddokumente also auch lebt. Und da bin ich also sehr glücklich, dass also jetzt mit dem Styria Verlag, mit Pichler, eigentlich das erste Mal es mir auch möglich ist, diese kontroversiellen also Themen auch mit gutem Bildmaterial zu dokumentieren. Es geht um Felsbildrätsel der Alpenwelt, aber bevor wir also zu den alpinen Rätseln kommen, möchte ich noch einmal ganz allgemein also das Problem oder das Phänomen kurz in Erinnerung rufen. Es ist so, dass man praktisch weltweit Felszeichnungen findet, die eben sehr kuriose Gestalten zeigen, mit Strahlenhelmen, die zum Teil in Anzügen zu stecken scheinen und die man weltweit findet. Links, das ist ein Felsbild aus Brasilien, rechts oben aus den USA und unten der sogenannte, wurde auch von dem Entdecker so bezeichnet, der Marsgott vom Tassili-Gebirge in Algerien. Und es stellt sich einfach die Frage, okay, sind das alles Ausgeburten der Fantasie? Sind das Erfindungen, sind das Schamanen oder aber gibt es möglicherweise einen realen Ursprung dafür, der das Übernatürliche erst begründet. Und neben den Felsbildern hat man also diese globalen Kuriositäten, in, wenn man so will, Marsmännchenmode, genauso in Skulpturen. Links, das ist also eine Olmeken-Figur, die im Original nur 17 cm groß ist. Offiziell wird es als Jaguar-Gott bezeichnet. Und im Grunde genommen weiß man aber nicht wirklich, was die ursächliche Bedeutung also für solche Tonfiguren ist. Auch der Jaguar-Gott ist ja eigentlich nur eine imaginäre Vorstellung und erklärt das Ganze drumherum, also das an sehr moderne also
Technik zum Teil auch erinnert, nicht wirklich. Das Bild daneben, also rechts oben, ist ein Olmekenstein, etwa 3000 Jahre alt, in Villa Hermosa, La Venta. Da ist das Olmekenzentrum praktisch. Und da sieht man, oder da gibt es eine Reihe von Darstellungen mit behelmten Wesen, die auch offensichtlich vom Himmel herunter zur Erde steigen. Und es gibt ja also die vielen Überlieferungen, die eben erzählen, ja, also die Götter, die als Lehrmeister von den Sternen herabgestiegen sind. Unten, also besonders kurios auch, als Guatemala, eine Stele, die etwa 1,5 Meter groß ist. Und da sieht man also einen offiziell Ballspieler mit einem, mit einem Helm. Und wenn man da genauer hinschaut, sieht man also Schläuche und aus dem Mund also scheint ein Atem zu kommen und am Rücken hat er sowas also wie, wie einen Behälter. Die Maya-Forscher sagen in jüngster Zeit, weil es ja vermehrt also solche Darstellungen gibt, ja, es könnten also auch antike Taucher vielleicht gewesen sein. Aber auch das ist also nur eine Spekulation. Und es ist halt so, dass es also keine wirklichen Überlieferungen davon gibt, also dass die Maya da auf Meeresexpedition gegangen wären. Hingegen gibt es sehr wohl diese Mythen also von den himmlischen Wesen. Und da noch ein Beispiel von einem meiner Lieblingsstelen. Das ist der sogenannte Drachenmonolith. Wiederum also aus Mexiko in La Venta, den habe ich also dort fotografiert. Das Original ist 1 Meter groß. Und wenn Sie sich das anschauen, da sitzt also eine behelmte Gestalt also in einem hermetisch abgeschlossenen Raum, der als Schlange dargestellt ist, als Himmelsschlange. Dann sieht man links, dass dieser Raum dreimal also abgesichert worden ist. Die Gestalt, die hat sowas wie eine Tasche in der Hand und mit dem linken Arm bedient sie einen Hebel. Da über den Kopf sieht man so etwas wie einen viereckigen Kasten, der hinunterragt, der wie ein Monitor also ausschaut. Und oben gibt es noch eine Maya-Schrift, die unter anderem auch ein Zeichen zeigt, also die wie ein X ausschaut. Da sagen also die Maya-Forscher, das sei also die Glyphe für Kraft. Offiziell ist es eben nur ein Drachenmonolith, ein Kultobjekt. Aber was hat wirklich also den damaligen Künstler also veranlasst, also diese detailgenaue Darstellung in Stein zu meißeln, die uns eigentlich an einen modernen Raumfahrer erinnert? Dazu gibt es eine Kuriosität, die zumindest also mich amüsiert. Der neue also Raumtransporter, der 2016 also die Astronauten ins All befördern soll, heißt SpaceX und wird, Sie sehen es auch dort oben, Dragon genannt. Und die Raumfahrer drinnen, das ist eine Innenaufnahme, sitzen genauso drinnen wie also auf dieser 3000 Jahre alten Olmekenstatue. Mag gewiss also ein kurioser Zufall sein, aber auf solche Dinge stoße ich halt immer wieder und mir ist es also zu viel an Zufällen. Und man stellt sich halt die Frage, welche Bedeutung hat das in der ursprünglichen Ausprägung gehabt?